Warte. Tags, schieß doch den Vogel ab.
Das sieht immer aus. Kalt ist er. Ein Stückchen höher. Ja, besser die GoPro. Ja, der hat mal mehr Übersicht, ne? Ja. Hier müssen sich die Kleinen dann hinstellen. Ja, die ganz Kleinen. Ich stelle mich hier nach hinten, da bin ich auch nicht im Bild. Man hört mich höchstens auf den Ton. Ja, ja, klar. Wenn du dann lässt, das ist das... Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier am Frisinghof bei bestem Wetter. Wie man sieht, hinter mir ist es schon angerichtet, bevor wir gleich zum Schwerpunkt des heutigen Tages kommen. Bitte ich Andreas Meyer mit Frau, wenn wieder welcher Meyer, der Kreative. Müssen nämlich noch was nachholen. Beginnen wir mit der Dame. Urkunde. Der Schützenschwester Beate Meyer wird hiermit die Würdigung in Würdigung und Anerkennung ihres Einsatzes für das Schützenwesen der Orden für Verdienste verliehen. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen erst den Handschuh vom Schriftführer wieder aus der Nadel hier kriegen. Hier ist er dran. Urkunde. Das Präsidium des Bundes der historischen Schützen der Deutschen Schützenbruderschaften e.V. verleiht Andreas Meyer. Zum Dank und in Anerkennung für den beispielhaften Einsatz im Sinne der Zielsetzung historischer Schützen und des Bundes das Silberne Verdienstkreuz. Herzlichen Glückwunsch. Nun bitte ich auch Sebastian, rede zu mir. Fabian, nicht Sebastian, Fabian. Aber der Orden heißt so ähnlich, deshalb. Da steht es nämlich, Sankt Sebastian so. Urkunde. In Anerkennung der Verdienste als Mitglied der Schützenbruderschaft St. Johannes Baptist Neheim 1607 e.V. verleiht der Bezirksverband Neheim-Hüsten dem Schützenbruder Fabian Wrede den St. Sebastiansorden. Herzlichen Glückwunsch und danke für deine Arbeit. Thank you.
auf die Ausgezeichneten ein dreifach kräftiges Hodo. 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 Nein, der Ton kommt hier, der ist live. Ja. Dann sollten wir da besser nicht quatschen. Dann darf ich mit der Begrüßung beginnen. Ich begrüße unser Königspaar Marco Reffelmann mit seiner Königin Susanne Ostermann. Unser Präses Stefan Jung. Er steht schon vor der Absperrung. Ich weiß nicht, was er vorhat. Wir lassen uns so überraschen. Ich begrüße den ersten Mann und ersten Bürger der Stadt Arnsberg, den Rat Frau Bittler als Bürgermeister. Ich begrüße den Jägerverein mit ihrem Oberst Heinrich Fee. Und dem Königspaar Dennis Blume und Christina Wilke. Herzlich willkommen, guten Morgen. Ja, bevor ich jetzt gleich an unsere beiden Moderatoren, Jörg Gothe und Volker Schneider übergebe, bitte ich um den Choral. Vielen Dank. Ja, bevor ich das Mikrofon jetzt gleich übergebe, mache ich die obligatorische Runde zum Königspaar. Wie ist die Lage? Gut. Entspannt. 15 Sekunden laufen. Ja, zwei Jahre sind rum. So sag ich mal an. Die ganze Neheimer Schützen- und Jägergemeinde und alle Freunde. Wie war's? Also ich muss sagen, es war sehr schön. Wir haben viele, viele andere Könige kennengelernt. Freundschaften sind entstanden und ich wünsche dem neuen König, dass ihm dieses Glück auch passiert. Und ich freue mich auf ein spannendes Schießen. Ja. Vielen Dank. Auch ich möchte noch gerne etwas sagen. Und zwar möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Adjutanten bedanken, dass ihr immer für uns da wart, immer an der Seite mit Rat und Tat da wart. Ihr habt uns nie alleine gelassen. Und es hat sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Herzlichen Dank. Ja, der Vogelbauer Martin, wo bist du? Ah, da. Ich hatte dich nicht gesehen. So, oben in der Luft ist er. Kannst du noch ein paar technische Daten raushauen? Du bist ja immer bestimmte Fragen, die in Neheim immer gestellt werden. Ich möchte sie jetzt nicht stellen. Ja, die Arbeitszeit, 45 Stunden ungefähr. In der Kugel ist eine kleine Überraschung. Wer es wissen will, schießt es ab und dann schauen wir. Sonst hintenrum, da ist auch alles in Ordnung. Genug Tackernägel sind drin. Danke. Ja, dann bleibt nichts anderes über, als das Schießen zu öffnen. Ich gebe an die beiden Moderatoren. Der Gast ist schwerer. Danke, Christian. Auch von meiner Seite und auch im Namen von Volker Schneider herzlich willkommen, liebe Neheimer, liebe Gäste.
liebe Schützen, liebe Jäger, wir freuen uns hier auf einen spannenden Wettkampf, um den Nachfolger von Marco und Susanne zu ermitteln. Aber wie das so üblich ist, am Anfang gibt es die Ehrenschüsse. Und da gucken wir mal, dass wir die möglichst zügig hier über die Bühne bekommen, damit es direkt losgeht. Und wir fangen an, natürlich, Marco, gebührt dir die Ehre, den ersten Schuss abzugeben. Komm bitte nach vorne. Es klimpert wie beim Almabtrieb. Das sah schon mal ganz gut aus. Dann darf ich nach vorne bitten, Christian Präger als Oberst der Schützenbruderschaft gemeinsam mit dem Präses Stefan Jung. Danach können sich schon mal die Chefen bereithalten, Frank Berting und Rolf-Christoph Hase. Sehr gut, die ersten Späne fallen schon. Auch das flugende Scharlach fliegt ihren typischen Weg über die Vogelwiese. Das war nicht so einfach, die klar zu machen und zu bestellen. Da der Oberst bei der Bundeswehr ist, hat er das gut organisiert bekommen. Danke dir dafür, Christian. Das Geschwader halten wir uns in der Schützenbruderschaft für alle, die kein Handy haben. Die schicken wir dann immer wieder los. Das geht meistens so in Richtung Rusch, ne? Axel, das waren sie, die immer die Post bringen und die Nachrichten. So, dann machen wir weiter. Geschäftsführender Vorstand, André Wolf als Kassierer und Stefan Eickel als Schriftführer, bitte. Sehr gut. Ehrenoberst der Schützenbruderschaft, Andreas Klöer, bitte. Und Altpräses Franz Schnütgen. Jägerverein, der Jägerkönig Dennis Blume und der Oberst der Jäger Heinrich Fehl, bitte. So, ihr wisst auch beide, wie das geht. Beide waren schon König in ihrem im Jägerverein, die müssen wirklich wissen, wie es geht. Ja, wenigstens getroffen. Beide Richtung Apfel. So, als nächstes dann bitte den Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Ralf Paul Bittner. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ob er da ist. Der stellvertretende, nein, der. Gesehen, na klar. Ob der stellvertretende Bürgermeister Peter Blume hier ist. Wenn er da ist, dann gerne auch bitte nach vorne. Ansonsten unser liebgewordener Partner an der Theke von der Warsteiner Brauerei, bitte ich zu uns den Verkaufsdirektor Großgastronomie Frank Funken und den Gebietsverkaufsleiter Gastronomie Patrick Onofrid. Gut geschossen.
Dann bitte ich nach vorne von der Volksbank Sauerland, von den Vorständen Michael Reitz, Bernd Griese, Andreas Ermeke, Dr. Florian Müller oder Michael Griese. Dann machen wir hinterher direkt die Sparkasse. Jürgen Schwanitz oder Alexander Wilke, bitte. Ja, die sind alle am Arbeiten, ist richtig so. Aber es gibt auch Frühstück morgens immer in der Stadt für die Schützenbrüder und die Schützenbrüderschaft. Und da bedanken wir uns immer ganz herzlich bei der Deutschen Bank. Und von daher freue ich mich jetzt, nach vorne zu bitten, Sascha Quint von der Deutschen Bank. Er ist dort der Filialdirektor zum Ehrenschuss. Bitte, Sascha. So, Sascha, jetzt kannst du berühmt werden. Dann sind wir durch. Wenn ich keinen vergessen habe, ich gucke mal nochmal in die Gesichter vom geschäftsführenden Vorstand. Alle nicken. Dann würde ich sagen, Gewehre frei. Nochmal kurz vielleicht zu den Bedingungen. Also jeder, der Mitglied der Schützenbruderschaft ist und einer christlichen Konfession angehört, darf heute hier zum Königsschuss antreten. Und dann würde ich sagen, geht's los. Ab um die Nachfolge von Martin Heffelmann und Susanne Ostermann. Viel Erfolg wünsche ich euch. Ja, liebe Schützen, wie heißt es so schön? Carpe diem, nützet der Tag. Und wir haben einen wunderschönen Tag heute. Die Sonne scheint, so wie es immer bei uns ist. Es hat ja auch kaum geregnet das Wochenende. Und ich würde sagen, Feuer frei. Kurze Information am linken Gewehr, Thomas Dahloff. Am rechten Gewehr, auch ein Altmonarch mit Namen. Links von Harald Reuter, der Ehrenkompanie. Rechts kann ich nicht erkennen. Auf Oliver, das ist Oliver Beringhoff. Links jetzt am Gewehr Marvin Schwedler, kaputt bei uns. Er hat am Samstag in der Predigt wissen lassen, dass 235 Schuss soll der Vogel aushalten, von daher kann er im Moment noch entspannt mitschießen. Am rechten Gewehr gerade Robert Roth. Jetzt rechts Lukas Lahme. Und links Bernd Lahme. Bernd, herzlich willkommen. Habe ich die ganze Tag gar nicht gesehen. Am rechten Gewehr einer unserer Altmonarchen, Michael Kamphaus. Auch heute das Schießen wieder live im www.web auf der Seite der Neheimer Schützen kann man das Schießen live und in Farbe mitverfolgen. Also alle für die, die noch im Homeoffice sitzen müssen heute Morgen. Jetzt kommen Schüsse von Markus Kapsch und vorher war Lothar Föhr. Auch die Westfalenpost ist mit Live-Ticker dabei, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ah, jetzt schießt auch Klaus Fieser. Mhm. Der Vorentschuss von Marco Junkelter, jetzt an den Gewehren Dominik, die beiden Kompanieführer Dominik Reuter und Sebastian Ricke. Ich war ganz schön.
Eine rostige Haare. Da haben sie eine rostige Schraube genommen. Daran nichts Unanständiges. Am rechten Gewehr nur Nico Meyer und links Tilly Türmann. Ich würde sagen, die Schüsse konzentrieren sich im Moment alle so ein bisschen links unten, wenn ich das sehe. Ich verstehe gar nicht warum. Ramon Reuter, sehr gut geschossen, er ist schon was runtergekommen. Oliver Beringhoff nochmal. Und am linken Gewehr Marvin Schwedler. Rechts ist Robert Rotes. Am linken Gewehr Larissa Schulz, das ist Rageck, Entschuldigung. Oliver Schmanovic, ein bisschen muss man üben, Olli. Links Raimund Reuter, der hat was vor heute, ich merke das. Ich würde sagen, die Ehrenkompanie ist durstig und die hat ihm einen Auftrag mitgegeben. Ich werde nervös, eine meiner Töchter schießt gerade. Auf geht's, Carina. Und linken Gewehr Lothar Föst. Ja, und der Nachwuchs trifft. Leo, gut gemacht. Links Helmut Lahme. Rechts und rechts mit Markus Gapsch. Helmut Lahme übrigens Jubelkönig. 25 Jahre ist es her. Den Montag ist Helmut Lahme hier König geworden. In dem Zusammenhang, für mich ist heute auch ein besonderes Spreche dann doch für deine Tochter heute. Warten wir es mal ab. Übrigens, habe ich schon erwähnt, was ist heute? Der schönste Montag in dieser Woche, ne? Da habt ihr alle drauf gewartet, oder? Und gleich kommen auch versprochen noch ein paar Sprüche wegen der Folie da oben. Ich hatte heute Morgen auch schon mit Christoph Hesse kurz gesprochen vom Jägerverein, ob ich ihn eventuell erwähnen könnte. Er hat natürlich gesagt, lass es besser sein, er grämt sich immer noch wegen dem Versprecher. Aber es ist halb so schlimm, Christoph, das passt schon. Es gibt Dinge, die hängen. Fängt's. So, jetzt kommen wir wieder zu den Schützen. Links ist Nico Meyer, wenn ich das richtig sehe. Und rechts am Gewehr Klaus Thürmann. Volker, du hast den Namen Christoph Hesse eben erwähnt. Ich glaube, Christoph Hesse und Stefan Eitel, die beide Schriftführer in ihren Vereinen sind, möchten gleich auch noch einmal zusammenschießen. Ich weiß nicht, wie lange ihr warten wollt. Also, wenn der letzte Fest nach oben hängt, auch immer gerne. Also, feel free. Christoph Hesse, wenn du Lust hast, komm gerne. Er ist im Gespräch vertieft. Christoph Hesse, hallo Christoph Hesse. Was können wir machen? Ich kann lauter stellen, ja. Wie
Ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass heute auch wieder Vertreter von der Presse da sind, vom Saarland Kurier, von der Funke Mediengruppe und das war auch so eine Schwäbische Rundschau. Und es wird ja auch live ins Internet übertragen oder Arnsberg Fernsehen. Der Funke-Kollege ist auch dabei. Also wer online ist, kann sich da gerne auch das Schießen ansehen. Das waren Schüsse von Leo Güppes-Rücker und Oliver Beringhoff. Jetzt am Gewehr Larissa Geck und. Oh, und Klaus Fischer wieder. Guck mal an. Wir haben heute Morgen beide Gewehre eingerichtet. Wir waren ja um 7 Uhr schon auf Resekenhof hier. Ich glaube, er weiß, wo er von welches Gewehr er muss. Jetzt Markus Kapsch und Nico Meyer. In dem Zusammenhang wollen wir natürlich unerwähnt lassen, dass auch hier immer fleißige Helfer schon früh am Morgen auf Resekenhof sind und hier alles einrichten, damit ein sicheres und vom Schießen gewährleistet wird. Die Kommission, die dafür zuständig wird, hat einen Essen etwas interessanten Namen. Sie nennt sich Vögelkommission. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Zu ihnen gehören auch die beiden Schießmeister, die an den Waffen stehen, Frank Bartke und Klaus Fisser. Jetzt Marco Junge-Ritter und Klaus Fisser. Geschossen hatte gerade links Dominik Reuter. Nein, du machst den Ton für den Lautsprecher. Ich mach nicht den Ton für den Lautsprecher, das ist da hinten. Ich mach nur den Ton fürs Internet. So, wir haben gerade gehört, dass es hinten in den letzten Reihen nicht ganz zu verstehen ist immer. Wir versuchen das ein bisschen lauter zu drehen. Sonst meldet euch gleich bitte einfach nochmal, falls das nicht besser werden sollte. Oh! Oh, das sieht schon gut aus. Der Zettel ist unten. Dann stoppen wir die Gewehre bitte einmal. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das wieder Michael Kamphaus. Michael, stimmt das? Such. Kann man das nicht mal anders machen? Viel kann ich nicht mehr erkennen. Hier steht irgendwas mit 100 Liter Bier oder sowas. Ich kann nicht genau erkennen. Jetzt ist der geschäftsführende Vorstand gerade ein bisschen nervös, weil das stimmt nicht ganz, oder? Also pass auf, ich habe den ganzen Text hier nochmal. Ich lese ihn gerne vor. Gutschein. Wieder sind 2 Jahre vorbei seit der letzten Schießerei. Und wieder wollten alle hier zunächst den Apfel, dann das Bier. Nun tretet vor, habt keine Bange und holt den Vogel von der Stange. Schuss für Schuss, nun mitten rein, der Beste wird dann König sein. Der Vorstand der Schützenbruderschaft St. Johannes Baptist Neheim von 1607 stiftet dem Schützen des Reichsapfel 30 Liter Bier zu dessen freier Verwendung. Gegeben zum Neheim am 19. August 2000, nee, also nicht den 19. August,
2024, sorry. Ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, zum dritten Mal in Folge Serientäter Michael Kamphaus. Herzlichen Glückwunsch. Er hat sie irgendwie raus, ne? So, dann ist wahrscheinlich der inoffizielle Part mehr oder weniger hinter uns und jetzt geht's richtig los. Ein Schuss von Fabian Rehle. Kann jemand Wasser rausziehen? Oliver Stepanovic. Und jetzt Oliver Behringer am linken Gewehr. Ich sehe gerade, der amtierende König hat sich auch noch mal angestellt. Was das wohl bedeuten kann. So, mittlerweile auch Christoph Hesse hier. Schön, dass du da bist. Und Christoph hat gerade gesagt, ihr habt mich hierher gerufen, jetzt wird er mich auch nicht wieder los. Jetzt gucken wir mal. Guck mal, ich hab mir noch mitgebracht, Jörn. Mit Tode, Motto im Sauerland. Es trinkt der Mensch, es läuft die Kuh im Sauerland ist umgekehrt. Oh, da hat man Christoph Hesse am Gewehr. Das ist richtig gesehen, aber das Schüsse von Lukas Rahme und Jörg Oberdüfte. Jetzt zwei Jäger, der amtierende Jägerkönig. Larissa Geck am rechten Gewehr, am linken Gewehr steht Robert Rotes. Rechts oben Marco Junghunter. Jetzt links. Thomas Dahloff und rechts macht sich bereit Leon von Zwocke. Mal kurz gucken, wo Maren ist, ob sie schon ein bisschen nervös wird. Das waren die beiden Olivers, Oliver Spanowitsch und Oliver Behringer. Jetzt Fabian Rehle rechts und links sehe ich gerade nicht. Und Markus Gatsch. Sehr gut, Klaus. Nico Meyer schießt mit Handschuhen, er will keine Fingerabdrücke hinterlassen.
nochmal Geschäftsführer Vorstand. Christian Dreger und Rolf Christoph Hase. Im Moment einzige Frau in der Runde, Larissa Geck, am rechten Gewehr, links Robert Rothes. Unsere amtierende Königin wird auch immer nervöser. Marco steht immer noch hier. So, Michael Campos und Thomas Galoff. Geschossen wird übrigens mit einläufigen Flinten des Kaliber 16. Leo Kopikus Röttger. Ich bin am Vogelkisten. Ja, nee, am Schützenkisten ist das Screen. Das wird ja natürlich. Wochenlang gut. Und da fällt das Zepter. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Oliver Beringer, oder? Oliver Beringer, genau. So, kleine Schießpause, wir holen das Zepter eben. Komplett am Stück. Olli, ein sehr sauberer Schuss. Herzlichen Glückwunsch. Der kommt ja auch aus der Schießgruppe, der kann es auch. Herzlichen Glückwunsch. Ein kleiner Zwischenstand, wir haben so circa 150 Schuss schon auf den Vogel abgegeben. Und knappe 70 soll es noch sein. Dann wird's spannend. Schüsse von Frank Bertin und Rolf Christoph Hase. Jetzt Larissa Geck am rechten Dreher und links. Ja, Thomas Darloff kommt in die Nähe. Und jetzt schießt die Familie. Leo und Axel Köpikus Röttger. Sehr schön. Robert Rothes und Oliver Spanowitsch. Als nächstes Fabian Wrede, rechts und links Markus Kapsch.
Bringen wir mal zurück. Wir werden hier wieder vorzüglich bewirtet. Vielen Dank, Patrick. Ich habe wieder keine Kosten damit, ist klar. Am linken Wehrhof Christoph Hase. Gut gemacht, Frau Christoph. Links jetzt Larissa Geck. Nach wie vor die einzige Dame in der Herrenriege hier. Schuss von Thomas Dahloff. So nachzutragen, die Krone wurde in der Zwischenzeit auch schon dem Garaus gemacht. Wie ich gehört habe, war das Nico Meyer. Wir können hier natürlich auch gerne eben vorne holen, wenn wir eine kleine Schießpause machen. Mal gucken, was ich hier überhaupt noch retten kann. Ja, vieles nicht. Ein Zacken ist noch dran, aber alle Edelsteine sind noch dran. Das ist schon mal viel wert. Nico, wo bist du? Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Hat keine Zeit für Pressefotos, der will wieder schießen. Zack, zack, zack. Handschuhe an, los geht's. Dominik Reuter schießt. Doch einige ehemalige Könige heute Morgen hier am Gewehr. Wir sind wirklich nervös hier, Gott, ja? Müssen wir uns auch nochmal hinstellen? Ja, ich auch. Aber es geht zumindest alles schon mitten rein. Mit den Apfelresten hält sich keiner mehr auf. Man sieht schon oben über der Schraube, dass es da sich so langsam pulverisiert. Wer steht denn da hinten auf der Mauer? Hallo, hallo, ihr von der Band da, von der Kapelle. Könnt ihr da mal von der Mauer runter? Dankeschön. Weil wir wollen ja den Vogel schießen. Links jetzt ein Schuss von Larissa Geck, rechts Leo Kapitos-Röttger. Nun Thomas Dahloff links und rechts Michael Kamphaus. Oh, hey, sehr gut. Thomas meint seine Frau wieder nervös. Ich guck mal, ob ich Gabi irgendwo sehe. Sie strahlt, wunderbar. So, jetzt geht's ab. Markus Gabsch und Nico Meyer. Auf Christoph Hase und links Larissa Geck. Sehr gute Schüsse. Ja, auch wenn man meint, da oben geht ja gar nichts runter, aber viele Schüsse von denen, die jetzt gerade geschossen haben, gehen wirklich auf die Schraube und das ist echt das fragile Element da oben. Auch die beiden wieder mitten rein, Markus Kapsch und Leo Köpikus-Röttger. Leo, was ist los? Wo willst du hin?
Nee, aber Platz ist doch hier vorne. Ja, nicht hier. Das waren gerade Larissa Geck und Rolf-Christoph Hase nochmal. Als nächstes macht sich Markus Kapsch bereit. Auch Michael schleicht sich langsam wieder ans Gewehr, wenn ich das hier sehe. Doppelkönige hatten wir eigentlich so noch nie in der Neuzeit. Schüsse von Larissa Geck und Markus Kapsch. Larissa hält sich hartnäckig hier vorne am Gewehr. Markus auch. Beide schießen jetzt abwechselnd. Ah, Rolf Christoph kommt noch hinzu. Frank wurde gerade auch nochmal aufgefordert. Und Leo Köpikus-Röttger wird auch aufgefordert, bitte. Rein Rolf-Christoph Hase und Larissa Geck. Es kristallisiert sich hier so langsam ein 2-3-Kampf heraus. Frank ist auch noch dabei. Carina Frank ist auch noch dabei. Sehr gute Schüsse, mitten rein ins Herz. Wieder Larissa und Rolf Christoph. Doch Schießpause brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Und Markus Kapsch auch da mitten rein. Ich glaube, da wird gleich relativ schnell ein großes Stück runterkommen. Ob das dann schon alles ist, werden wir sehen. Larissa und Rolf Christoph. Oh, du solltest Wettervorhersagen machen. Wirklich gut. Eine andere Vorhersage noch. Die Folie wird halten heute. Heute Morgen auch beim Aufbauen, ich würde sagen, ca. 20 Tacker-Magazine da verbraucht. Oh, das ist natürlich eine schöne Gelegenheit. Vielen Dank, Herr Oberst. Der spendiert uns für die nächste Gelegenheit einen Elektro-Tacker. Wenn wir einen Wunsch äußern, würden wir gerne Makita oder Bosch. So, jetzt neue Kombination, Markus Kapsch und Larissa Geck zusammen. Schießt wieder Markus Kapsch links, rechts Larissa Geck.
Wettkampf scheint wohl ein Zweikampf geworden zu sein. Und es ist natürlich für uns auch eine Premiere, dass eine Schützin bis zum Schluss hier noch mitschießt. Wir hatten das schon einmal vor einiger Zeit, aber gar nicht so lange dabei. Ich habe das Gefühl, beide wollen es werden. Das ging wieder mit ins Herz. So, wir haben 235 Schuss, die Marvin Schwedler am Samstag in der Messe aufgerufen hat, sind jetzt schon durch. Aber er hatte recht mit dem, was er gesagt hat, ne? Also bis hierhin ist safe, also. Martin, willst du nicht auch mal schießen? Ja, tritt nur einen Schub vor, immer vorne. Insider wissen, das ist nicht so richtig erlaubt, glaube ich, weiß ich gar nicht. Scheint ja gut zu laufen. Kannst du nicht sehen. Jetzt rechts, Larissa Geck. Und links niemand. Jetzt gleich wieder. Markus Kapsch. Also die beiden wollen auf jeden Fall. Die Schüsse sitzen gut zentral drin. Volker hat es eben schon gesagt, man sieht das vielleicht von außen gar nicht so genau, aber das pulverisiert sich da oben um die Schraube herum und wird hoffentlich gleich dann in einem größeren Stück da oben runterkommen. Larissa, let's go. Axel, wo ist Leo denn? Axel, du weißt ja, bei dir wird's doppelt teuer, ne? Warum? Königumscheidung. Ja, bei mir wird's doppelt teuer, wenn ich das mache. Der Ton wird übrigens hier aufgezeichnet. Oh, danke, Matze. Romina guckt ja nicht, hoffe ich. Aber vielleicht Kiki. Das wird aufgezeigt. Oh, oh. Ich hoffe. So der Plan. Ah ja, in der Mangelung eines Fernglases habe ich gerade Achim Behnke von der Zeitung gebeten, mal ranzuzoomen. Das sieht schon sehr gut da oben aus. Verdammt löckerig. Schuss von Larissa Geck und jetzt links wieder am Gewehr Markus Kapsch. Das war Markus Kapsch am linken Gewehr, jetzt rechts Larissa. Markus Kapsch.
war ein harter Gag. Ja, war nur kurz. Jetzt Markus Kapsch. Schuss von Markus, jetzt Larissa. Sehr gut, Larissa, voll rein. Jetzt wieder Markus Kapsch. Larissa Gag erntet hier Nicken von unseren Schießmeistern. Das macht sie sehr gut. Da ist sie wieder. Mitten rein, super. Wunderbar. Und jetzt wieder Markus Kapsch. Also ich freue mich, dass hier zwei Geschlechter an den Gewehren stehen. Eventuell haben wir heute zum ersten Mal eine Königin. Jetzt wieder Markus Kapsch am linken Gewehr. Jetzt wieder Larissa Gag. Es ist 20 Sekunden zurück. Ich kann mal nicht ranzoomen. Ich kann ranzoomen, oder? Nee. Das ist ein bisschen hinterher. Der nächste Schuss ist von Larissa, Gag. Könnte sein, dass wir einen Gag-König haben hier hinterher, fällt mir gerade ein. Oh, Jörg. Die Karlauer sind noch von mir, wenn ich ihn mag. Sehr guter Schuss von Markus Kapsch. Übrigens, beide Schützen, die noch da sind, Larissa sowie auch Markus, sind beide Mitglieder der dritten Kompanie, die auch die aktuelle Königskompanie ist. Und das wird wohl auch so bleiben, genau. Es sei denn, es kommt noch einer aus der Versenkung. Leo. So, schießt Larissa. Sowohl Markus als auch Larissa waren schon Mitglieder im Hofstaat. Das heißt also auch da kennen sie sich aus und wissen, wie das funktioniert und wie man die Truppe motiviert. Markus Kapsch.
Sarah Schulze, die auch schon mal Königin war, ihre Bruderschaft traut sich immer weiter in die Nähe ihrer Schwester, wahrscheinlich um ein bisschen Unterstützung zu geben. Jetzt wird's spannend. Jetzt das wird's war Markus. Spannend. Sehr schön. Der nächste Schuss könnte es entscheiden. Wie gesagt, beide haben immer gut auf die Mitte geschossen. Markus schießt. Boah, ich kann gar nicht hingucken. Der Oberst sagt gerade, beide Schützen, sowohl Larissa als auch Markus, ganz cool. Keine Schweißperlen auf der Stirn zu sehen. Total abgeklärt. Ruhepuls. Nur ich habe schon ganz morgen Blutdruck. So, nun schießt Larissa. Schießen zwischen den beiden hier, immer abwechselnd. Jeder Schuss könnte der Finale sein. Der schießt Larissa Gag. Ich hab das Gefühl, Larissa schießt den locker. Wirklich nicht mehr viel. Dominik Reuter, der Kompanieführer der dritten Kompanie, die wahrscheinlich auch Bundeskompanie bleiben wird, steht auch schon hier vorne. Treu seinem Motto, die dritte ist es vorne und sind immer da hinten bis da vorne. Ihr kennt das aus den letzten Jahren schon. Wir brauchen da oben den letzten Span. Aber das war gerade schon ein Riesenstück. Fast der gesamte Korpus des Vogels ist runtergekommen. Beim Schuss von Markus Gasch. Aber selbst wenn die letzte Stunde unten ist, ist es noch nicht vorbei. Wir haben beschlossen, dieses Jahr schießen wir so lange, bis die Folie auch mit runterkommt. Herzlichen Glückwunsch mit der dritten Kompanie. Herzlichen Glückwunsch.
Auf unseren neuen Schützenkönig Markus Kapsch, ein dreifach kräftiges, alles zerschmetterndes Horido! 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 Markus, herzlichen Glückwunsch. Und dann Glückwunsch auch an Larissa. Larissa Geck, die wunderbar mitgeschossen hat, ein unwahrscheinlich faires Schießen, ganz fantastisch. Sowas wünscht man sich. Übrigens war es der 302. Schuss. Jetzt auch von der Mitkonkurrentin Larissa. So, wir haben gerade kurz mit den beiden gesprochen. Es gibt doch ein Novum in diesem Jahr. Markus Kapsch ist König und Königin wird Larissa Geck. Was für eine schöne Überraschung, liebe Neheimer. Auch wir gratulieren der neuen Schützenkönigin Larissa Geck. Auf die Schützenkönigin, ein dreifach kräftiges Horido! 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 Ich sag ja, der schönste Motor in dieser Woche. So, der Adjutant des Königs, Axel, hilft dem König Marco die Kette abzunehmen und sie jetzt gleich dem neuen Schützenkönig Markus Kapsch umzuhängen. Er nimmt natürlich immer noch die Glückwünsche der Schützenbruderschaft, der Freunde entgegen. Freudentränen bei Larissa Geck und auch über ihre Schwester Sarah. Und allen Freunden und Freundinnen. Gerade mit dem die Königskette umgehängt. Mal schauen, ob das auch so passt. Steht ihm gut. Ein schöner Karlauer gerade auch noch von Bernd Obertrifter. Unter der Stange zwei Geschlechter, keiner war schlechter. Der war eher flach. Marius, der Bruder von Larissa und Sarah, ist gerade hier. Umarmt beide ganz herzlich. Die
Die Schar der Gratulanten wird gar nicht weniger hier. Wir müssen auch mal ins Zelt. Umsatz. Auf geht's. Irgendwann darf ich nicht mehr mitschießen. Dann sagen sie, Erdabteilung ist vom Schießen ausgeschlossen. Der macht uns so viel kaputt. Oh, die Eltern der Königin sind gerade auch angekommen. Cristiano und Rainer Schulze, ein herzliches Umarmen, eine herzliche Umarmung und wenn es drücken, so soll es sein. Jetzt auch Marcel Gag beim Königspaar, der Ehemann von Larissa. Ein herzlicher Glückwunsch an seine Frau, die neue Schützenkönigin aus Neheim. Gratulanten ja auch vom Jägerverein, gerade das Jägerkönigspaar. Clemens Herz ganz fein. Gerade hier, wer wann König war. Selbst die Königs oder die Königschaft von Sarah ist schon 10 Jahre her. Die von Jörg und von mir ist noch ein bisschen länger her. Du hast Multi-Jubiläum, Jörg, ne? Wie war das? 2028, 25 Jahre dann, ja. Ich bin danach dran, 2030. Mal gucken, was noch erlebe. So, die Schlange der Gratulanten wird und wird nicht kürzer. Ich glaube, wir werden das im Zelt gleich weiter fortführen. Wir müssen langsam mal ins Zelt kommen. Proklamation, alles steht an. Liebe Neheimer, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit hier unter der Vogelstange. Würden uns freuen, Sie gleich alle noch im Zelt begrüßen zu dürfen, zu ein paar gemütlichen Stunden bei Musik, Tanz und dem ein oder anderen Kaltgetränk. Liebe Neheimer, das soll es von hier aus gewesen sein. Schützen und Jäger, bitte antreten. Wir verabschieden uns nochmals mit einem dreifachkräftigen Horido auf das neue Neheimer Schützenkönigspaar. Ein dreifachkräftiges Horido! 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 Und ab ins Zelt. Dankeschön, tschüss. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich will immer das letzte Wort haben. Okay. Wie wolltest du noch was sagen? So, jetzt aber. Tschüss. So, dann kann ich den Stream auch beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Liegt da meine Urkunde noch rum? Eine von den beiden. Ja, die Von wem? Das sind Meier. Nein, nein. Das sind die von Meier. Das sind die Meier. Aber haben Sie mitgenommen? Die Urkunde wird auch noch irgendwo hier. Einer auf der anderen Seite. Die andere Seite waren.